Gibt es vielleicht noch etwas abschließend, wo du vielleicht den Leuten aus dem Ländle noch mitgeben magst, was du vielleicht vor Ort aufgenommen hast, wo du sagst, das ist einfach wichtig, dass die Leute das vielleicht bedenken, dass sie sich das im Kopf behalten? Ja, laut dem Gespräch mit der Joanna gestern hat sie gesagt zu mir, es sind schwerst traumatisierte Leute. Oben zweiter Transfer haben ja Leute gehabt, ganz im Osterherr. Von Mariupol und Saporischia und Kharkiv und dem Zeug, was als erstens bombardiert worden ist und die wirklich Flüchtlinge haben wir. Also, und die sind auch wahnsinnig traumatisiert. Joanna sagt zu mir, es kann Leute da, ältere Personen, wie es halt ist, bei uns gibt es auch viele, die sind noch nie im Ausland gewesen. Die wissen gar nicht, wo Österreich eigentlich ist oder was. Und dann kann die in so ein fremdes Land, also man muss wahnsinnig verständnisvoll mit ihnen umgehen. Ja. Und das hat es mir schwerstens ans Herz gelegt. Also von dem her müsste man da auch was aufbauen, wo man denen heute Leute seelisch hilft.